Es ist angerichtet. Es ist soweit der große Showdown bei diesen Weltmeisterschaften. Das Herren-Einzelfinale. Und Sie sehen, die Halle stimmt sich schon ein. Die Stimmung großartig. Und es sind die beiden besten Spieler der Welt, die hier im Finale stehen. Und um diesen Pokal geht es. Da haben wir die Nummer 1, Malong. Und das ist sein Kontrahent, Fan Zhendong, die Nummer 2 der Welt. Natürlich beide aus China, das muss man, glaube ich, nicht mehr zusätzlich erwähnen. Und man darf gespannt sein, ob der Herausforderer, der 20-jährige Fan Zhendong, in der Lage ist, ihn hier von seinem Thron zu stoßen. Er ist der Titelverteidiger, der Weltmeister von 2015. Damals in Suzhou in China ist er das geworden. Und Fan Zhendong hat im Einzel noch keine großen Titel erreicht bisher, aber wie gesagt, er ist der Herausforderer, er ist erst 20 Jahre alt. Und von den Ergebnissen her, von dem, was man in den letzten ein, zwei Jahren von ihm gesehen hat, dürfte er in der Lage sein, Malong hier gefährden zu können. Also das ist sicherlich ein Duell auf Augenhöhe. Beide sind natürlich öfters schon in China aufeinander getroffen. Fan Zhendong konnte Malong auch schon bezwingen, aber das waren eben halt nicht die ganz großen Meisterschaften. Und jetzt muss ich zeigen, ob er hier auf dieser Bühne schon bestehen kann. Beides Rechtshänder, beides komplette Spieler. Beide mit einer überragenden Schlaghärte ausgezeichnet. Tolle Athleten. Also wirklich ein Match der beiden Besten dieser Welt. Fan Zhendong hat zumindest hier in Düsseldorf Malong schon einen Titel voraus. Ist Weltmeister im Herrendoppel geworden, zusammen mit seinem Partner Xu Xin. Ein Favoritensieg. Sie waren das einzig komplette China-Doppel, das hier am Start war. Malong hatte ja mit Timo Boll zusammengespielt und ist frühzeitig dann auf eben diesen Fan Zhendong mit Xu Xin getroffen und unterlag die deutsch-chinesische Kombination ziemlich deutlich in 1:4 Sätzen. Aber jetzt konzentrieren wir uns hier auf dieses Finale. Die erste Führung für den 20-Jährigen. Die Eröffnung mit dem Rückhand-Topspin. Der Fehler von Malong. Beide haben sich heute Morgen hier im Halbfinale in überragender Form präsentiert. Fan Zhendong gewann 4:0 gegen den Südkoreaner Lee Sang-soo, der vorher immerhin Wladimir Samsonov ausgeschaltet hatte. Und Malong gewann gegen seinen Landsmann Xu Xin ebenfalls 4:0. Das war vielleicht nicht unbedingt zu erwarten in dieser Deutlichkeit. Jetzt liegt er aber mit 0:3 zurück. Ein perfekter Start für Fan Zhendong. Über die Tischmitte dann mit der Rückhand platziert. Das Luftloch von Malong. Jetzt eigener Aufschlag. Fan Zhendong natürlich noch ein kleiner Vorteil, den er aber in diesem Fall nicht nutzen kann. Nur noch 4:1. Ja,
Beides Rechtshänder, beides Shake-Hand-Spieler. Also die Penholder-Generation ist bei den Chinesen auch ein bisschen am Aussterben. Xi Xin, der letzte derzeit aktive Vertreter, der in der Weltspitze agiert. Aber nicht das Niveau dieser beiden hat. Und Fan Zhendong macht mächtig Druck. Da muss Malone schon mal kräftig durchatmen. 1:6 aus seiner Sicht. Rückhandduelle im Augenblick eine klare Angelegenheit für Fan Zhendong, der einen Hauch besser platziert, einen Tick härter schlägt. Ja, sehr schön, sehr diagonal platziert und da kam Malone nicht mehr hinter den Ball. Aber jetzt schön über die Tischmitte. Der Vorhand-Topspin von Malone. Mit sehr langem Arm gespielt, ein richtiger Schwinger. Das ist seine große Stärke. Beide gehen natürlich viel Risiko. Das ist keine Situation, um hier taktisch zu agieren. Im Moment, wo man nicht auf Weltklasse-Niveau agiert, nicht auf Weltklasse-Niveau die Bälle spielt, kommt der andere sofort zum Zug. Sehr gut gesetzter Aufschlag mit viel Sidespin und Überschnitt. Ganz, ganz weit platziert. Und Fan Zhendong ist überrascht. Kann den Ball nicht kontrollieren. Wieder eine ähnliche Variante, aber diesmal war Fan Zhendong vorbereitet, herausragend antizipiert. Und dann parallel der Front Topspin. 8:4, 3 Punkte fehlen ihm noch, um hier den ersten Satz für sich zu entscheiden. Natürlich wird hier Best of 7 gespielt, also auf 4 Gewinnsätze. Und diesmal entscheidet Malone die Hochgeschwindigkeits-Rückhand-Rally für sich. Findet jetzt langsam besser ins Spiel. Malone, die Chance war natürlich da, alles richtig gemacht, aber etwas zu viel Druck, etwas überpaced. Und jetzt fehlen ihm hier nur noch 2 Punkte. Boah. Welch eine Geschwindigkeit! Unfassbar, dass er da diese Richtungskorrektur bei dieser Geschwindigkeit noch vornehmen kann. Fan Zhendong und jetzt 5 Satzbälle für ihn. Netzaufschlag, Wiederholung. Diesmal von Malone, aber ob er diesen Satz noch für sich erobern kann, das ist die große Frage. Wiederum Netzaufschlag.
diesem Rückläuferaufschlag von Van Zendong. Da wäre sicherlich die Vorhand die bessere Entscheidung gewesen. Zeigt er jetzt ein bisschen Nerven. Drei Satzbälle hat er noch. Und jetzt ist die große Chance da. Und er nutzt sie. Perfekt herausgespielt. Jetzt können wir es noch mal sehen. Erst auf die lange Vorhand, dann auf die Rückhand. Dann noch mal diagonal, dass Malong überhaupt den ersten Ball noch mit der Ballonabwehr erwischen kann. War schon eine körperliche Großaktion hier gesehen, aber dann keine Chance für ihn. Ein kleines Sinnbild für den ersten Satz. Der große Malong überrascht vom Kronprinzen von Van Zendong. 11-7. Das ist doch erst der vierte Satz, den Malong hier überhaupt verliert bei dieser WM. Drei waren es vorher, zwei davon gegen Timo Boll gestern. Ein tolles Match vom Deutschen, der Malong alles abgefordert hat, was der zu leisten imstande ist. Aber Van Zendong hier ist natürlich noch mal eine Steigerung. Ist sicherlich der Top-Gegner für Malong, den es hier zu schlagen gilt. Teamweltmeister sind die beiden ja schon zusammen geworden. Van Zendong war auch schon mal Dritter im Einzel bei der WM 2015 und Malong gewann. Aber Van Zendong gehört die Zukunft. Wie gesagt, 20 Jahre alt. Er ist der kommende Mann für die ganz großen Titel. Jetzt die Attacke gleich von Malong. Der muss natürlich jetzt gut ins Spiel reinfinden in diesen Satz, muss attackieren. Der muss jetzt alles zeigen, was er drauf hat. Sonst wird es schwer für ihn. Überragend gespielt. Dieser Vorhand-Topspin, wie gesagt, mit dem langen Arm, auch eine ästhetische Augenweide. Und so viel Geschwindigkeit. Und so viel Rotation. Glück für Malong. Der Netzroller unerreichbar für Van Zendong. Und jetzt die 3-0-Führung für ihn. Sie haben die entschuldigende Geste gesehen. Wie immer viel Fairness beim Tischtennis. Und wieder diese Vorhand. Läuft er hier heiß, Malong. Perfekter Start, diesmal für ihn. Umgekehrtes Bild zum ersten Satz. Unfassbar, immer wieder beeindruckend, wie Van Zendong diese Rückhandrallyes kontrolliert, wie er diesen Richtungswechsel bei Hochgeschwindigkeit vornimmt. Keine Chance für Malong. Und jetzt die Vorhand hinterher, er ist nicht gewillt hier, sich von Malong so schnell zurückdrängen zu lassen. Und er ist ein ebenso kompletter Spieler wie der Weltranglistenerste. Nur noch 2-4 aus Sicht von Van Zendong.
Diesmal mit viel Gefühl gespielt. Also mal nicht voll durchgezogen. Bisschen langsamer mit Rotation. Auch das ein Erfolgsrezept. Jetzt ist Kurz-Kurz-Spiel. Die Eröffnung von Van Zendong und die bessere Antwort von Marlon. Jetzt kommt gleich die Eröffnung mit der Rückhand. Und Marlon hatte das vorausgeahnt. Und sichert sich jetzt wieder die 4-Punkte-Führung. Absolute Weltklasse, aber das verkörpern diese beiden natürlich. Tolle Rallye, toller Ballwechsel. Diesmal wieder mit dem besseren Ende für Van Zendong. Beide großartige Athleten. Das zeigt sich hier, ein bisher schon sehr würdiges Finalspiel. Und natürlich mit offenem Visier, hier wird nicht taktiert. Früher gab es ja schon mal der Verdacht einer Stallorder bei den Chinesen. Aber diese Zeiten sind lange vorbei. Für Winkel. Dieser 20-Jährige zeigt hier wirklich spektakuläre Ballwechsel. Schauen Sie, jetzt gleich ganz diagonal gespielt. Spät zu sehen für Marlon. Und da ist er in der Defensive und da kommt er nicht mehr hinter den Ball. Der dritte Punkt nacheinander für Fun. Aber das ist sicherlich ein Rezept für Marlon. Er muss wahrscheinlich mehr variieren. Rhythmuswechsel, Geschwindigkeitswechsel. Weil bei den Rallyes scheint der Van Zendong fast unterlegen zu sein. Sieben zu fünf sein Vorsprung. Jetzt aber mal das Rückhandduell für ihn. Und Van Zendong sichtlich unzufrieden. Jetzt geht es in die Endphase des Satzes und es sieht gut aus für Marlon. Den Ausgleich zu schaffen, ist groß. Aber noch ist es nicht so weit. Stark gespielt von Fun. Da nutzt er die Chance, um seinen Schwinger wieder einzusetzen. Und wenn er den voll erwischt, wenn er die Möglichkeit hat, sich die richtige Platzierung auszusuchen, dann ist er nicht zu blocken. Eigentlich wieder schöner Winkel von Van Zendong. Aber Marlon hatte das antizipiert, die bessere Antwort gefunden und 4 Satzbälle jetzt zum Ausgleich.
Und er hat es geschafft. 11:6. Der zweite Satz quasi ein Duplikat des ersten, allerdings mit einem gegensätzlichen Ausgang. Trainer sind natürlich keine am Start hier. Bei einem chinesischen Duell, einem mannschaftsinternen Spiel. Da gibt es keine Coaches. Da müssen sie mit sich selber klarkommen. Aber das ist sicherlich kein großes Problem. Hier nochmal der Satzball. Aber bisher bewegt sich Fan Zhendong durchaus auf Augenhöhe mit Ma Long. Fan Zhendong war ja mit 16 Jahren jüngster Einzelsieger auf der World Tour. Großes Talent, zeichnete sich früh ab und auch seine schon überragende Athletik in jungen Jahren. Jetzt bietet er dem Olympiasieger und Weltmeister, hier haben wir ihn, Paroli. Zwei kleine Punkte, wie die Tischtennisspieler sagen. Also nicht die großen Rallyes, nicht die tollen Schläge, aber auch die zählen genauso viel. Jetzt aber Fan Zhendong mit dem besseren Schlag kann verkürzen. 2:1 für Ma Long. Überragend antizipiert von Ma Long. Er scheint jetzt leicht die Dominanz zu gewinnen. Aber das kann sich schnell wenden, das Blatt. Für Fan Zhendong und die Möglichkeit hier auszugleichen. Und es gelingt ihm. Nein, der Ball war noch drauf. Das war zu schnell für mich. Tolle Platzierung von Ma Long. Und die 4:2-Führung. Und da baut sie aus. Hervorragend, dieser Rückhandflip über dem Tisch, weit nach außen, diagonal gespielt. Welch eine Platzierung.
Das sind Schläge vom Feinsten. Im Augenblick wirkt Malong etwas konstanter, etwas sicherer und beginnt dem Spiel hier seinen Stempel aufzusetzen. Auch in diesem Fall. Schön gespielt. Von Van Zendong hat er wieder den relativ extrem diagonal Winkel gewählt, aber Malong war schon da und hatte die bessere Antwort. Unfassbare Reaktion. Das muss auch Van Zendong anerkennen. Malong im Augenblick wie eine Art Ballwand am Tisch. Mit dem Unterschied, dass der Ball immer noch schneller zurückkommt. Dieses Kurz-Kurz-Duell. Und natürlich muss Van Zendong jetzt riskieren. Er ist derjenige, der meistens die Eröffnung sucht dann. Aber er hat es schwer jetzt. 9:3. Die deutliche Führung für den Top-Verfolger. Etwas Glück, aber wiederum ganz stark gespielt. Im Kurz-Kurz-Spiel ist er derzeit eindeutig überlegen. 7 Satzbälle für Malong. Und da ist es passiert. 11:3. Das war eine Demonstration der Stärke des Titelverteidigers, des Olympiasiegers. Elf zu drei zu verlieren ist für Van Zendong eine sicherlich sehr seltene Erfahrung geworden in den letzten Monaten. Es ist einfach stark gespielt, mit enorm viel Gefühl. Dieser Schopfball kurz gesetzt, viel Unterschnitt. Und da kommt Van Zendong nicht gut hinter den Ball. Allerdings hat er sich auch nicht perfekt bewegt in dieser Situation. Ein bisschen Resignation war ihm da schon anzumerken. Kein Wunder beim Spielstand von 3:10 aus seiner Sicht. Aber das war auch virtuos gespielt von Malong und Virtuosität gehört zu seinen Fähigkeiten. Er ist auch ein ausgezeichneter Klavierspieler. Er hat einfach diesen Touch. 28 Jahre ist Malong mittlerweile alt. War schon früh einer der ganz Großen. Blieb mal zwischen 2011 und 2012 fast ein Jahr lang ungeschlagen. Aber die ganz großen Titel gewann er damals nicht. Da war meistens Zhang Jike dann vor ihm. Bis 2015. Und ab dann war klar, quasi unschlagbar Malong. Und im Augenblick sieht es auch so aus, als wenn Van Zendong nicht dazu in der Lage ist.
Er gewinnt jetzt auch die Rückhandmodelle. Diese Rückhandduelle nach Belieben. Also ein Duell, aber modellhaft gespielt. 2:0 die Führung für Malon. Die Motivationslaute von Fan Sendong. Seit langer Zeit mal wieder ein Punkt für ihn. Und ein zweiter folgt gleich hinterher. Er muss jetzt viel riskieren. Er muss den Rhythmus von Malong brechen. Sonst hat er hier keine Chance. Sehr gut bewegt, Malong. Sehr schnell auf den Beinen und dann mit dem langen Arm. Schlägt er aus dieser Situation noch einen hervorragenden Topspin, den Fan Sendong nicht kontrollieren kann. Zu Recht gefeiert, diese kleine Trickaktion, dieser Unterschnittball. Eher aus der Verlegenheit geboren, aber dann doch gut platziert. Sehr, sehr unangenehm für Fan Sendong, der natürlich dann schnell an den Tisch herumlaufen muss und den Ball dann nicht mehr platzieren kann. 2:5. Aus seiner Sicht der dritte Punkt nacheinander wieder für Malong. Und der sich auch aus dieser unangenehmen Situation befreit und den Punkt holt. Leichte Resignation bei Fan Sendong, der hier alles versucht, hier auch sehr gut platziert, aber da kommt trotzdem immer noch ein starker Schlag von Malong. Da hat er Fan überraschen können. 6:2 die deutliche Führung für Malong. Netzaufschlag. Jetzt mal wieder ein Rallye-Erfolg für Fan Sendong. Da kam Malong nicht so perfekt hinter den Topspin und entscheidet sich jetzt hier für eine Auszeit. Recht ungewöhnlich, finde ich, zu diesem Zeitpunkt. Aber ich kann natürlich seine Befindlichkeiten nicht beurteilen. Das war jetzt der zweite Punkt für Fan Sendong nacheinander, also von 6:2 auf 6:4.
und vielleicht braucht er einfach nur mal eine kleine Pause. Die Uhr ist übrigens ein bisschen spät gestartet worden, also von daher fällt diese Pause auch noch ein paar Sekündchen länger aus. Ja, präsentiert sich Malong hier wieder als der Unschlagbare, wie zuletzt bei den Olympischen Spielen in Rio, als er sowohl im Einzel- als auch im Teamwettbewerb ungeschlagen blieb. Wurde ja schon von einer Zeitung als menschlicher Außerirdischer bezeichnet, aufgrund seiner brutalen Schlaghärte. Und auch hier scheint er sich keine Blöße geben zu wollen. Gegen diesen doch schon so starken Fan Zhendong. Diesmal hat es wieder geklappt für ihn. Das Erfolgsrezept, das Erfolgsmuster aus dem ersten Satz hat schon ein paar Mal funktioniert. Dieser Richtungswechsel auf die Vorhand bei der Rückhand-Rallye. Und nur noch 5:6. Aus Sicht von Fan Zhendong. Und der Ausgleich ist hergestellt. Also die Auszeit, die Malong da genommen hat, die scheint offensichtlich Fan Zhendong besser bekommen zu sein. Zwei Punkte nacheinander. Insgesamt sind es jetzt 4 in Folge. Man zeigt jetzt Malong ein bisschen Schwäche, beziehungsweise zeigt er hier Fan Zhendong Stärke. In diesem Fall zeigt er Stärke. Fan Zhendong kommt nicht mehr an diesen Ball ran. Malong mit einem tollen Vorhand-Topspin. Dieser Gegenzieher, ganz kurze Bewegung. Aber dafür muss man so viel Gefühl haben, das sieht so einfach aus. Aber das ist es bei dieser Hochgeschwindigkeit auf keinen Fall. Schlag. Das ist hier jetzt vielleicht die wichtigste Phase im Spiel. Sollte Malong mit 3:1 in Führung gehen. Das wäre so eine Art Vorentscheidung. Dann wird es sicherlich schwer für Fan Zhendong noch mal zurückzukommen. Und das weiß er auch. Sechs zu acht jetzt, aber Aufschlag für Fan und vielleicht kann er diesen kleinen Vorteil nutzen. Kann gut in die Angriffsposition kommen, warten wir es ab. Er kann aber wiederum eine tolle Reaktion von Malong. Der einfach diese Intuition hat, instinktiv erahnt, wohin die Attacke geht. Und dann ruft er diese Automatismen ab, die in langen, ich kann Ihnen sagen, sicherlich in sehr langen Trainingseinheiten geübt worden sind. Und jetzt führt er mit 9:6. 2 Punkte fehlen ihm noch, um hier mit 3:1 in Führung zu gehen. Wieder dieses Kurz-Kurz-Spiel. Die Eröffnung von Malong, aber diesmal die bessere Antwort von Fan Zhendong.
sehr stark diagonal dieser Vorhand-Topspin gesetzt und er versucht hier im Spiel zu bleiben. Super starkes Spiel von beiden. Aber den Punkt, den macht der Titelverteidiger. Wieder eine Rallye vom Feinsten, aber da kam Fan Zhendong dann nicht mehr hinter den Ball. Zu stark die Vorhand von Malong. Drei Satzbälle für ihn. Etwas Glück, aber auch artistisch den Ball noch gefischt von Malong. Aber dann war es natürlich eine relativ leichte Angelegenheit für Fan Zhendong, den Punkt zu machen. Trotzdem noch zwei Satzbälle für Malong. Hier sehen Sie die Platzierungen. Sehr viel dicht hinter dem Netz. Das kommt von dem Kurz-Kurz-Spiel. Hier dieser Verlegenheitsschlag mit Sidespin mit der Vorhand. Und dann nach dem Netzroller nutzt er die Möglichkeit, um zu verkürzen. Netzaufschlag. Sie sehen die Konzentrationsphase von Malong. Der weiß auch, jetzt ist es wichtig. Wenn er diesen Satz gewinnt, dann ist es schon fast geschafft. Und dem ist so. 11 zu 8. Wieder ein toller Schlagabtausch. Wieder der Punkt für Malong. Und 3 zu 1 jetzt seine Führung. Ein Durchgang fehlt ihm noch, um hier erneut Weltmeister zu werden. Hier sehen Sie es nochmal. Der tolle Start von Fan Zhendong. Aber danach die Dominanz des Weltmeisters, die Dominanz von Malong. Das war wieder gut platziert mit der Rückhand, aber Malong hat sich darauf eingestellt, wird nur noch selten kalt erwischt und ist der bestimmende Mann in diesem Match derzeit. Aber man sollte Fan Dong jetzt nicht unterschätzen, da ist noch alles möglich für ihn. Dann muss ihm jetzt ein guter Start in den fünften Durchgang gelingen. Dann muss er noch mal eine Schippe drauflegen. Ein erster Anfang ist gemacht. Fan Zhendong ist hier ohne große Probleme durch das Turnier marschiert. Die meisten hatte er noch mit Ruven Fidos, dem Deutschen. Da ging es über 6 Sätze. Auch ein spektakuläres Spiel. Aber letztlich setzte sich da seine größere Klasse durch, die er hier jetzt bei den ersten beiden Ballwechseln in diesem Durchgang auch beweist. Der super diagonal gespielt. 2 zu 0. Die Führung für den Herausforderer. Da ärgert er sich.
Dieser Rückhandschuss aus der Halbdistanz. Aber wie gesagt, er muss und will riskieren, wollte auch variieren, hat hier also nicht die Topspin-Variante gewählt, sondern den Schlagschuss. Allerdings ohne Erfolg. Aber jetzt hervorragend verwrungen sein Körper und noch hinter den Ball gekommen. Und den Weltmeister ausplatziert. Schauen Sie, artistisch ganz tief in die Beuge gegangen. Und wieder 2 Punkte Führung für ihn. Und Malong scheint ein bisschen Wirkung zu zeigen. Wie diese beiden Mädels auch. Sie können sich natürlich auf dem Monitor in der Halle sehen. 4:1 für Van Zento. Und jetzt 5:1. Er nimmt jetzt bisher die Marschroute, die einzig richtige Marschroute, die vorgegeben erscheint, wenn er hier Malong noch gefährden will. Sprich, eine schnelle Dominanz in diesem Satz zu erreichen. Der wäre fast noch gekommen. Sie hören das Raunen in der Halle. Es ist da leider am Fernsehtisch nicht so richtig zu erkennen, wie hoch die Geschwindigkeit tatsächlich ist. Erst wenn man in der Halle sitzt oder direkt den Tisch nähe, dann weiß man, was da alles hintersteckt. Und dieses Kurz-Kurz-Duell entscheidet Malong für sich. Kann wieder verkürzen. Nur noch 2 Punkte jetzt der Vorsprung für ihn hier, für Van Zentong. Dazu kann man nur wahnsinnig sagen. Unfassbar, diese Geschwindigkeiten, diese Reaktion, diese Athletik. Das sind Ballwechsel vom Allerfeinsten. Das können nur diese beiden auf diesem Niveau spielen.
Und wieder so eine Hochgeschwindigkeitsrallye und wieder mit dem besseren Ende für Fan Zhendong, der jetzt 4 Punkte Vorsprung hat. 3 fehlen ihm nur noch, um den Satz für sich zu entscheiden. Er hat sich jetzt hier wirklich reingebissen. Und setzt jetzt den Titelverteidiger gehörig unter Druck. Aber so leicht lässt sich ein Malon nicht dominieren. Wieder diese schönen Wechsel von Fan Zhendong, aber Malon war vorbereitet und sichert sich den Punkt. Starke Rückhandattacke über den Tisch. Und jetzt 9:5. Nur noch 2 Punkte braucht Fan Zhendong, um hier den Anschlusssatz zu gewinnen, um auf 2:3 zu verkürzen. Und jetzt hat er den Lauf. Wieder klasse Eröffnung mit dem Rückhand-Topspin über dem Tisch. Die knallharte Vor- und Hinterher und 5 Satzbälle für Fan Zhendong. Und den ersten kann er gleich verwandeln. Der Kronprinz rückt dran. Nur noch 3:2 für Malon. Ein würdiger Showdown hier bei den Weltmeisterschaften in Düsseldorf. Natürlich wieder vor ausverkaufter Halle. Mehr als 8000 Zuschauer sind begeistert angesichts dieser Leistungen. Angesichts dieser absoluten Weltklasse-Spieler. Sie sind mit Abstand die beiden besten Spieler der Welt und das demonstrieren sie hier auch. Fan Zhendong, wie gesagt, 20 Jahre alt, hat noch eine große Karriere vor sich. Die Frage ist, wer kann ihn da gefährden in näherer Zukunft? Vielleicht der junge Japaner Harimoto, erst 13 Jahre alt, der hier auch ein spektakuläres Turnier gespielt hat, bis ins Viertelfinale vorgedrungen ist. Die Frage, ob er diese Entwicklung nehmen kann in den nächsten Jahren, dass er auch der absoluten Weltspitze mitmischt. Die Voraussetzungen sind sicherlich gut. Warten wir es ab. Aber jetzt konzentrieren wir uns wieder auf das Finale. 6. Satz. 3:2 die Führung für Malon und jetzt 1:0 für Fan Zhendong. Sehr schöne Auftaktsvariante. Sehr schnell, sehr lang serviert. Damit konnte er Fan Zhendong überraschen. Und dann war die Vorhandseite frei. Und das nutzt Malon. Der Ausgleich. Natürlich muss er jetzt hier sein ganzes Können abrufen. Den 7. Satz wird er mit Sicherheit vermeiden.
Aber im Augenblick ist das schwer. Das ist auch seiner Mimik anzusehen. Fan Zhendong hat sein Niveau noch mal gesteigert. Diese Wischgesten auf dem Tisch dienen übrigens kaum dazu, um Handschweiß zu entfernen, sondern das sind eher Konzentrationsgesten, dienen der mentalen Vor- und Nachbereitung. Jetzt ein Netzaufschlag. Da haben wir es wieder. Wieder stark mit der Rückhand angenommen. Das ist auch die Erweiterung der sogenannten Rückhandbanane, die in den letzten Jahren sehr populär war, wo man mit dem Schläger mehr unter den Ball ging, um ihn dann rotationsartig hervorschnellen zu lassen und ganz viel Spin zu erzielen. Aber er geht gar nicht mehr so richtig unter den Ball. Er geht ganz hart ran, erzeugt damit ganz viel Geschwindigkeit. In diesem Fall aber konnte Malong kontern und auf 2:4 aus seiner Sicht verkürzen. Er hat im Augenblick die Dominanz inne. Fan Zhendong hat sein Spiel etwas umgestellt und hat offensichtlich die nötigen Mittel, um Malong in äußerste Bedrängnis zu bringen. 5:2 jetzt seine Führung. Wieder der Rückläuferaufschlag. Und Malong zeigt eindeutig Wirkung, spielt jetzt nicht mehr auf diesem Niveau der Sätze 2-4. Das sind ein paar vermeintlich leichte Fehler und deutlich die Führung für Fan Zhendong. Jetzt mal wieder ein Punkt für ihn. Das ist natürlich wichtig, jetzt auch für sein Selbstbewusstsein. Zu 6, jetzt noch eigener Aufschlag. Natürlich will er diesen Punkt machen und vielleicht braucht er auch diesen Punkt. Er wählt wieder die schnelle Variante, aber diesmal war Fan Zhendong vorbereitet und macht seinerseits den Punkt. Zu 3 und ein bisschen Resignation in der Körpersprache von Malong ist auszumachen. Findet hier tatsächlich heute schon die Wachablösung statt. Aber noch ist das nicht so weit. Aber fantastisch reagiert Fan Zhendong hier. Unglaubliche Körperspannung. Im richtigen Moment nach vorne gestartet. Welch ein Reaktionsvermögen. Er dominiert hier im Augenblick. Das Spiel führt 9:3.
Zwei schöne Punkterfolge hier für Malong. Kann er diesen Satz vielleicht noch mal drehen? Der Rückstand immer noch deutlich, aber natürlich ist sowas schon öfters passiert. Aber jetzt Aufschlag für Fan Zhendong. Schön abgewehrt. Viel Glück für Malong in dieser Situation. Ein kurioser Schlag von ihm. Den hat er nur noch angehaucht sozusagen. In der Zeitlupe hier kann man das erahnen. Wirklich nur eine minimal Berührung des Balles. Dann der Netzroller. Er konnte verkürzen auf 6:9. Das hat Fan Zhendong zum Anlass genommen, seinerseits die Auszeit zu nehmen. Jedem Spieler steht ja eine im gesamten Match zu. Also drei Punkte nacheinander jetzt für Malong von 9:3 auf 9:6. Fan Zhendong möchte natürlich diesen Rhythmus, den Malong jetzt kurzzeitig gefunden hat, brechen. Und jetzt wird sich zeigen, ob er damit Erfolg hat. Denn die Zeit ist abgelaufen. Viel Unterstützung hier für Malong. Offensichtlich ist er auch beim deutschen Publikum beliebt. Was auch vielleicht daran liegt, dass er bei zwei Weltmeisterschaften jetzt schon mit Timo Boll zusammen Doppel gespielt hat. Aber er gilt auch als vorbildlicher Sportsmann, immer sehr fair, sehr freundlich. Sowohl in China als auch außerhalb. Immer bereit, Autogramme zu geben, ein nettes Wort zu finden. Und hier das Glück diesmal auf der Seite von Fan Zhendong. Der Netzroller beschert ihm 4 Satzbälle. Schwere Situation jetzt für den Weltranglisten-Ersten. Dann hat er den Ball nur ganz unsauber getroffen. Fan Zhendong, erster Satzball abgewehrt. Jetzt hat er ihn verwandelt und zwar in Weltklasse-Manier. Toll, dieser Rückhandflip, knallhart durchgezogen, äußerst diagonal platziert, keinerlei Reaktion mehr von Malong. Und jetzt kommt es wirklich zum absoluten Showdown. 6 Sätze sind gespielt, es steht 3:3 und der letzte Durchgang, der ist jetzt High Noon. Der letzte Durchgang, der muss entscheiden. Drei zu eins ersetzen hat Malong geführt. Da wiegt man sich natürlich mental schon ein bisschen in Sicherheit. Das ist normal. Und dann, Sie können es hier sehen, verliert er die nächsten beiden Durchgänge. Das muss er jetzt abhaken. Er muss sich jetzt total fokussieren. Muss die neue Situation annehmen. Denn jetzt gilt es. Dieser Satz ist der ultimativ letzte in diesem Finale. Welch ein Start für Fan Zhendong.
wild entschlossen. Eine echte Kampfansage an den Titelverteidiger. Und noch ein hinterher. Gut platziert von Malong, aber relativ wenig Geschwindigkeit. Und Fan Zhendong legt wieder sein ganzes Körpergewicht rein. Und geht mit 2:0 in Führung. Malong unter Druck. Schauen Sie in diese Gesichter. Da spiegelt sich der große Kampf in diesem Finale wieder. Und wieder Ausgleich. Beide haben jeweils ihren Service genutzt, jeweils 2 Punkte erzielt. Fan Zhendong nutzt hier seine Chance. Hat etwas Glück, dass der Netzroller ins Aus geht. Von Malong. Es geht hier jetzt natürlich um jeden Punkt. Diesmal springt sein Ball von der Netzkante ins Aus. Und Malong schafft quasi ein kleines Mini-Break gegen den Aufschlag. Und sicherlich extrem wichtig in dieser Phase. Aber der Spielstand ist ausgeglichen, 3:3. Jetzt bin ich gespannt, ob Malong seinen Aufschlagvorteil vielleicht nutzen kann. Wählt er wieder eine riskantere, längere Variante oder versucht er ins Kurz-Kurz-Spiel zu kommen? Jetzt ist wieder die längere und sie ist erfolgreich. Jetzt die erste Führung für Malong in diesem Satz. Netzaufschlag hat er selber angezeigt. Malong hat auch wieder eine extrem schnelle Variante gewählt und hätte Fan Zhendong damit überrascht. Unabhängig von der Netzberührung. Und wieder ähnliches, diesmal allerdings mit leichtem Unterschnitt drin. Offensichtlich hat Malong immer noch so einige Sachen im Köcher, die er dann abruft, wenn es wirklich drauf ankommt. Vorher die Aufschläge viel mit Überschnitt. Diesmal sah er fast ähnlich aus, hatte auch ähnliche Länge. Aber da hat er noch ein bisschen Unterschnitt reingebracht und dementsprechend dann der Fehler von Fan Zhendong, der sich überraschen ließ. Sechs zu drei. Wieder ein Mini-Break. Vorher seine beiden Aufschläge durchgebracht. Heim sogar mit direktem Punkt. Und jetzt weiß Fan Zhendong im Augenblick kein rechtes Mittel bei eigenem Aufschlag. 3:6 aus seiner Sicht.
wenn er die Chance hat, zu seinem Vorhand-Topspin zu kommen, dann nutzt er sie auch. Wieder die Parallelvariante mit extrem viel Geschwindigkeit, extrem viel Schnitt. Er bleibt dran. Gleiches Muster, gleicher Erfolg. 6:5 nur noch. Die Spannung steigt. Der große Abschluss rückt hier immer näher. Und es ist weiterhin ein Duell auf Augenhöhe. Und wieder Ausgleich. Der dritte Punkt nacheinander für Van Zendong, der hier keine Nerven zu zeigen scheint. Diesmal wieder sehr schön. Die Annahme des Aufschlages mit der Rückhand. Viel Druck gemacht. Zu schnell für Malong. Sechs zu sechs. Welch ein Finale. Diesmal die Attacke mit der Rückhand. Nicht platziert genug. Der Ball bleibt an der Netzkante hängen bzw. springt dann über den Tisch. Jetzt wieder die Führung von Malong. Und Glück in dieser Phase für Van Zendong, der Netzroller hier, keine Chance für Malong, dann da zu reagieren. Das tut natürlich weh. Gerade wenn es so knapp ist. Die Nuancen entscheiden. Aber das musst du abhaken. Das gehört zum Tischtennis dazu. Da ärgert er sich. Diesmal hat Van Zendong seine Rückhand angespielt. Normalerweise versucht er es ja eher über die Vorhand. Und damit konnte er Malong überraschen, der den Ball an die Kante kriegt. 8:7 für den Herausforderer. Drei Punkte fehlen jetzt noch Van Zendong, um hier zum ersten Mal Weltmeister im Einzel zu werden. Und jetzt sind es nur noch zwei. Malong hadert mit sich. Hat tatsächlich der 20-jährige Van Zendong hier die besseren Nerven. 6:3 hat der Malong schon geführt. Jetzt steht es 9:7 für Van Zendong. Er ist 20 Jahre alt und jetzt ist für ihn der Weg weit offen zum Titel. Unfassbar. Da gehen einem die Superlative aus, wie die beiden hier spielen. Wirklich sehr stark diese Rückhand von Van Zendong, aber antizipiert von Malong. Und der spielt dann diese Hochgeschwindigkeitsbälle und kann wieder verkürzen. Nur noch 9:8. Welch ein spektakuläres Finale. Welch ein Duell der beiden besten Spieler der Welt. Und der Ausgleich. Da hatte sich Van Zendong nicht gut bewegt.
kam nicht mehr hinter den Ball, ließ sich überraschen von diesem Rückschlag. Und es steht 9:9. Das geht hier hin und her. Wer hat jetzt die besseren Nerven? Der nächste Ball wird die Führung für einen der beiden und wird dann ein Matchball zufolge haben. Jetzt ist die Frage, wer kann sich diesen Vorteil erkämpfen? Aufschlag Malon. Wieder hart gesetzt. Und ganz, ganz lang mit der Rückhand. Der Block von Malon erfolgreich. Van Zinton kommt nicht mehr hinter den Ball. Matchball für den Titelverteidiger. Der dritte Punkt für ihn nacheinander in dieser Phase. Er scheint die besseren Nerven zu haben. Ist das jetzt das Ende? Fällt jetzt im nächsten Ballwechsel die Entscheidung. Noch ein Aufschlag für Malon. Ein kleiner Vorteil für ihn. Wählt er wieder die schnelle Variante oder versucht er über kurz zu gehen? Die Halle tobt. Die Zuschauer begeistert. Das hier ist Tischtennis vom anderen Stern. Und er kann wieder kontern. Van Zinton. Unfassbar. Wahnsinn. Was hier passiert. Beide rufen alles ab. Demonstrieren hier ihr ganzes Können. Und beide sind absolut gleichwertig. 3:3 nach Sätzen, 10:10 im entscheidenden Durchgang. Es geht nicht knapper. Und der Fehler von Van Zinton. Er geht wieder volles Risiko mit diesem Rückhandflip, aber der prallt von der Netzkante ins Aus. Zweiter Matchball für ihn, für Malon. Kann Van Zinton noch mal kommen? Nein, kann er nicht. Malon ist der alte und neue Weltmeister. Fantastisch, diese Vorhand. Da hat er seinen Körper komplett verwrungen, um auch hinter den Ball zu kommen. Und er trifft ihn. Und zwar in Perfektion. Malon ist der Weltmeister. Hat noch den Angriff abwehren können von Van Zinton. Welch ein Finale hier. Welch ein Tischtennis. Welch eine Demonstration dieser beiden Spieler, die ganz weit vor den anderen stehen. Und mit dieser Begeisterung, den letzten Bildern von Malon, verabschieden wir uns hier von diesem Einzelfinale. Das war's. Dankeschön.